Servus Leute, Dommer von Shisha TV hier. Heute stelle ich euch den Smoking Ace Full House vor und die Galaxy Hookah Volume 3. Schaut einfach mal kurz selbst. Das war mein kleiner Clip zu der Pfeife und dem Tabak. Ich stelle euch kurz den Full House vor. Darin ist Himbeere, Erdbeere, Mango und Blaubeere. Das Ganze schmeckt wirklich tatsächlich sehr bärenlastig auf jeden Fall. Bei so vielen Beeren kommt es mal vor. Die Mango-Note bringt das Ganze wieder süßlich voran. Also es schmeckt echt angenehm. Und die neuen Sorten sind jetzt endlich auf dem Markt verfügbar. Der Schnitt ist echt sehr in Ordnung. Feuchtigkeit bisschen viel, aber geht voll klar. Und ja, also kann man auf jeden Fall mal rauchen. Schmeckt gut. Jetzt zu der Pfeife. Die Galaxy Hookah 3.0, sage ich mal, ist jetzt auf dem Markt, kostet 199 Euro. Und das Ganze wieder mit dem Vollpaket, sage ich mal. Also ihr habt Molasse-Finger mit dabei, ihr habt zwei Rauchsäulen mit dabei, eine Carbon-Rauchsäule, eine Edelstahl-Rauchsäule. Des Weiteren habt ihr eine schöne kleine Pfeife diesmal. Ich bin echt sehr froh, die jetzt hier stehen zu haben, weil es endlich mal eine kleine Pfeife ist, die ich vorstellen kann. Des Weiteren hat man einen Schlauch mit dabei, ein Carbon-Mundstück und echt viele Zusatzelemente, also Kaminkopf. Wir haben so viel dabei, also die Schlauchanschlüsse hier Edelstahl dreimal und dreimal aus Glas. Was will man mehr? Also für 199 habt ihr ein Komplettpaket, finde ich sehr nice. Und Durchzug ist auch sehr nice, also kann man sich nicht beschweren. Und vor allem Molassefinger ist dabei. Es ist einfach wieder so ein komplettes Paket, dafür feiere ich den Hersteller echt, weil man halt einfach für das Geld einfach alles bekommt. Also wenn ihr sagt, oh, ich habe gar keinen Bock jetzt so viel mir zu holen, alles einzeln wird sehr teuer sein. Allein so ein Molassefinger ist schon nicht gerade günstig. Dementsprechend habt ihr alles in einem Set. Die Verarbeitung ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ich muss sagen, hier hat der Hersteller bei jeder Pfeife, die er rausgebracht hat, also erste, zweite, dritte, immer Schritt für Schritt es besser gemacht. Also hier kann ich mich absolut nicht beklagen. In meinen Augen ist der Preis legitim. Des Weiteren habt ihr ein Klick-System. Also ihr müsst nicht strauben bei der Base und Bowl, sondern einfach nur zack, klicken, fertig. Und ihr habt ein Closed Chamber. Sprich, ihr pustet rein und der Rauch ist komplett draußen. Fazit, beides kann ich sehr empfehlen, den Tabak und die Pfeife. Und ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gerne wieder auf YouTube abchecken. Bis dann, ciao.